zusammen. Diesen Kübel werden wir heute bepflanzen. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Marion Schauten von Flowers by Schauten und momentan startet ja die Pflanzsaison. Und ich dachte, ich habe da so ein paar Sachen, was momentan total hot ist, zusammengestellt. Und wir werden diesen Zinkkübel heute bepflanzen. Man kann natürlich auch eine tolle Zinkwanne nehmen oder eine Holzkiste. Das, was ihr habt. Und ja, ich zeige euch erstmal, was für Pflanzen wir dafür brauchen. Die Pladenie, Süßkartoffelpflanze, Knoblauchgras, Currykraut, Livisia, hier habe ich einen Jasmin und eine Cup Daisy. Nicht zu vergessen, ein bisschen Dekomaterial, natürlich Hydrosteine, Rindenmulch und vorgedüngte Blumenerde und das Gefäß. Und ich habe jetzt schon zwei Löcher rein, dann müssen noch ein paar mehr Löcher rein. Wenn ihr Gefäße für draußen nimmt, egal ob es Zink oder Holz ist, ihr müsst immer gucken, dass es wasserdurchlässig ist. Und da nehmen wir die Bohrmaschine für, in diesem Falle. Et voilà. Ja, es ist ein bisschen spannend hier. Und da macht ihr Löcher rein. Ich habe schon ein paar vorgebohrt, deswegen wunderbar. Dann kann das Wasser auch ablaufen und es entsteht keine Staunässe. Dann habe ich hier diese Hydrosteine, die nehme ich eigentlich immer als Drainage, damit das Wasser gut ablaufen kann. Und dann fülle ich das gut zwei Drittel mit vorgedüngter Blumenerde. Es macht bei Sommerblumen definitiv Sinn, um vorgedüngte, gute Blumenerde zu nehmen. Desto weniger müsst ihr sie düngen und desto besser kommen sie an. Et voilà, fülle das. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel. Und dann nehme ich, man muss immer schauen, sieht man das Pflanzgefäß nur von einer Seite oder von allen Seiten. Ich finde schon, dass man in diesem Falle bei mir das alles ein bisschen mehr nach vorne arbeitet, aber die Rückseite sollte nicht vergessen werden. Und dann starten wir mit der Dipidenie. Ich habe die Pflanzen alle vorher gut vorgetaucht. Man sieht, wie toll die durchgewurzelt ist. Ich öffne noch ein bisschen den Wurzelballen. Das macht immer Sinn, damit sie auch schneller ankommen. Schau, was ist die beste Seite, die kommt zu euch. Et voilà. Dann habe ich ein paar Rankpflanzen, wie zum Beispiel den Jasmin. Den setze ich natürlich nach vorne. Noch mal ein bisschen mehr Blumenerde. Da sollte man nicht mit sparen. Ne? Wichtig ist allerdings auch, dass noch ein Gießrand da ist. Dann habe ich hier diese Süßkartoffelpflanze. Das Blatt ist einfach mega dekorativ und wer die schon gehabt hat, kennt die auch und weiß, dass sie wirklich wie Unkraut wächst. Und die finde ich so als Grünakzent sehr schön. Dann finde ich diese Livisia ist auch mega, mega dankbar. Sonnenanbeter, kann sehr sonnig stehen. Wie der Rest auch. Aber die Süßkartoffel bietet sich auch sehr gut als Schattengewächs. Also die kann beides haben. Dann habe ich diese Kräuter, die ich ganz cool finde, weil ich finde es immer ganz schön, dass es ein bisschen zweigleisig läuft. Ist momentan auch total im Trend und warum nicht einfach eine Pflanzschale mit ein paar Gewürzen fertig machen, dann kann man das sofort praktisch nutzen. Und so ein Gras geht doch immer, finde ich auch sehr schön mit diesem weiß, mit diesem weißen Streifen, fast wie so ein Zebragras. Und hier setze ich dann noch eine tolle Cup Daisy, das ist eine gefüllte spanische Margarite, auch Sonnenanbeter und hier hinten als Lückenfüller noch ein Currykraut, was man dann auch noch wunderschön im Garten setzen kann. Ich habe das alles nochmal schön mit Erde aufgefüllt. Jeder Gärtner wird jetzt sagen, das ist doch viel zu vollgeproppt. Die Pflanzen haben doch gar keine Luft mehr zum Wachsen. Da das Gefäß aber recht tief ist, haben die das noch. Das Problem ist, dass die Pladenie noch recht kompakt ist. Und die wächst wie
Ja, wie cool. Und deswegen habe ich diese Deko-Äste mitgenommen und die setze ich da einfach mit rein, damit die hier und da einfach noch so ein bisschen mehr nach oben ranken können. Die können natürlich auch in dieses Gestell gewickelt werden, das da vorhanden ist. Ich kriege richtig Hunger mit dem Geruch von dem Currykraut und von diesem Knoblauchgras. Genau, und dann setzen wir die einfach noch so ein bisschen dekorativ mit dazu. Dann habe ich noch ein bisschen Rindenmulch. Das bedecke ich nur einfach eben die Blumenerde ab, damit es ein sauberer Abschluss ist. Finde ich immer ganz schön. Und dann ist es ganz wichtig, die Geschichte nochmal einmal anzugießen. Wie gesagt, ich habe die jetzt vorher alle ein bisschen angetaucht. Aber wichtig ist natürlich auch Feuchtigkeit, dass sie gut ankommen. Und dann gießt ihr einfach die Pflanzen noch ein bisschen an. Ja, und dann war es das schon. Ich habe ja gesagt, dass man es eventuell auch zum Muttertag nutzen kann. Und da habe ich noch dieses Holzherz. Finde ich sonst auch noch ganz süß. Könnte man sonst auch noch mit dran setzen. Schwuppdiwupp ist das ein Muttertagsgeschenk. Ein paar schöne Bänder dazu. Ich habe hier jetzt so ein bisschen was in Weiß und in Petrol. Und ganz ehrlich, welche Mama freut sich nicht über Blumen? Da kann man einfach nicht genug von bekommen, ob es jetzt der Blumenstrauß ist oder die Pflanzschale. Da ist wieder meine stumpfe Schere, die muss ich nochmal entsorgen. Aber ich glaube, wenn man einen tollen Garten hat oder einen tollen Balkon, ist dies eine ganz schöne Sache. Ich habe das jetzt alles ein bisschen Ton in Ton gehalten. Auch das ist Geschmackssache. Ich werde euch in den nächsten Videos einfach tolle Pflanztipps geben, was man gut zusammensetzen kann. Dies ist wirklich etwas, ich muss das jetzt einmal kurz umdrehen, was absolut auch in der Sonne stehen kann. Die Dipladenie ist echt ein Sonnenanbeter. Die spanische Margarite mag sonnig. Der Jasmin. Das andere könnte auch halbschattig wachsen, aber ich dachte einmal die Kombo. Kräuter müssen jetzt nicht nur was fürs Kräuterbeet sein, die kann man auch wunderbar so kreieren. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Pflanztipps haben möchtet, über Blumen, über Pflanzen oder jetzt in der Gartensaison, könnt ihr mich hier unten abonnieren. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt ein Bier trinken, da heute der 1. Mai ist und noch eine schöne Radtour machen. Und ja, ich wünsche euch, da jetzt, glaube ich, Mittwoch ist, einen wunderschönen Mittwoch und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.